zu Vanessa, bevor Vanessa loslegen kann, zeigen wir auch da einen kurzen Film. Laut, damit sich daran etwas ändert. Undichte Dächer, Schimmel an den Wänden, kaputte Leitungen. An vielen der 56 Kasseler Schulen muss dringend saniert werden. Das forderten heute Morgen rund 700 Schüler zusammen mit der Partei Die Linke und dem Bündnis Unsere Zukunft erkämpfen. Josefina Dux engagiert sich seit 4 Monaten in dem Bündnis. Für die Demo hat sie wie ihre Mitschüler sogar die Schule geschwänzt. Das, obwohl die 17-Jährige dadurch unentschuldigte Fehlstunden riskiert. Wir streiken heute hier, weil wir einen Sanierungsstau von 144 Millionen Euro haben in den Kasseler Schulen und weil wir einfach unter Lernbedingungen lernen müssen, die für uns nicht mehr tragbar sind. Also es regnet rein, die Wände sind schimmelig, sind kaputt, wir haben kaputte Toiletten. Auch Eltern demonstrierten mit. Sie hoffen auf bessere Lernbedingungen für ihre Kinder. Wir kriegen mit, dass die akustischen Bedingungen in dem Schulgebäude wirklich nicht tragbar sind und das würde jeder Arbeitgeber sofort abstellen und in der Schule bleibt es liegen. Seit den 60er Jahren ist nicht investiert worden, die technischen Bedingungen. Der Vorwurf der Demonstranten, die Stadt wolle im Haushalt 2018 weniger Geld in die Schulsanierung stecken als bisher. Eingetreten bin, hätte ich mir nicht erdenken können, einmal gemeinsam mit vielen anderen motivierten AktivistInnen einen Schulstreik mit über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu organisieren. Und auch als sich das Bündnis Unsere Zukunft erkämpfen aus Schülerinnen und Schülern, Vertretern der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und weiteren UnterstützerInnen im September des letzten Jahres gegründet hat, war die Idee, einen Streik zu organisieren, eher noch eine Utopie als ein greifbares Ziel für uns. In den folgenden Monaten jedoch haben wir verschiedenste Aktionen organisiert, von Infoveranstaltungen über Unterschriftensammlungen bis hin zu Kundgebungen und kleineren Demos, mit dem Ergebnis, dass sich unser Bündnis in den meisten Kasseler Schulen wie auch den Fraktionen in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung und der Bevölkerung einen Namen gemacht hat. Ausgangspunkt ist und war die erschreckende Tatsache, dass sich in Kassel der Sanierungsstau an den Schulen auf über 144 Millionen Euro beläuft und folglich, wie wir gehört haben, die Schulgebäude marode sind, das Mobiliar auseinanderfällt und die Materialien teilweise total veraltet sind oder die Schülerinnen und Schüler, aka mit Lernmittelfreiheit, wie man so schön sagt, sich aber trotzdem mit eigenen Mitteln um die Materialien kümmern müssen. Unsere Forderungen richten sich an die gesamte Kasseler Stadtverordnetenversammlung, die dem Haushaltsplan des rot-grünen Magistrats nicht zustimmen sollte, da dieser auch für die kommende Periode keine ausreichenden Mittel für die Sanierung der Schulen vorgesehen hatte. Vom Magistrat sind wir auf Hinterzimmertreffen im kleinen Rahmen vertröstet worden, wo uns erklärt wurde, dass die Mittel, die die Stadt hat, nun mal sehr begrenzt sind und dass unser Streik weder verhältnismäßig und sogar eben illegal wäre. Im Gegensatz dazu hat uns die Partei Die Linke im Vorfeld wie auch am Streiktag aktiv unterstützt und als einzige Partei gegen den Haushaltsvorschlag gestimmt. Außerdem war die Unterstützung, die wir durch erfahrenere Genossinnen und Genossen der SAV-Ortsgruppe erhalten haben, ebenso notwendig wie lehrreich, um den Streiktag erfolgreich organisieren zu können. Zum einen, weil wir aus vergangenen Bewegungen lernen konnten, Lehren ziehen konnten und unsere Argumentation mit marxistischer Theorie festigen konnten und zum anderen von den Ressourcen und Erfahrungen von Genossinnen und Genossen profitieren konnten. Im Laufe der Vorbereitung für den Streik hat sich in sehr kurzer Zeit ein enormes Bewusstsein bei allen Aktiven im Bündnis aufgebaut, welches dann am 11.12. in einem bunten, lauten und großen Protest auf die Straße getragen wurde. Die Forderungen radikalisierten sich, die Argumentation wurde gefestigter und der gesamte Prozess und die Vorbereitungen trugen zur Politisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei. Karl Marx hat mal gesagt,
jeder Schritt echter Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme. Karl Marx und Friedrich Engels waren nicht nur herausragende Theoretiker, sondern haben sozialistische Bewegungen wie auch die Erste Internationale aufgebaut. Die Wichtigkeit der Verbindung eines revolutionären Programmes mit der progressiven Bewegung war auch Ihnen schon bewusst. Auch für mich war es seit meinem Eintritt in die SAV die Verbindung von theoretischen Inhalten mit dem aktiven Kampf auf der Straße von großer Bedeutung. Hätten wir uns mit dem nicht öffentlichen Treffen mit dem Magistrat zufrieden gegeben, uns vertrösten lassen auf Ausreden, dass der Stärkt die Hände gebunden wären und uns einschüchtern lassen von den Androhungen, dass uns unentschuldigte Fehlstunden eingetragen werden könnten, wären wir niemals eine solche Masse auf der Straße geworden. Doch unter unserem Motto Sanierungsstau auflösen, mehr Geld für unsere Schulen und unserer Forderung nach einem sofortigen und weitreichenden Sanierungsprogramm konnten wir breite Teile der Schülerschaft vereinen und am Streiktag vor dem Rathaus versammeln. Die Resonanz von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, von Eltern, Schülerinnen und Schülern, wie auch von Aktivistinnen und Aktivisten und vor allem auch die riesengroße Resonanz in bundesweiten Medien hat uns total überrascht und noch viel, viel weiter motiviert. Als wir uns am gleichen Nachmittag noch dem Protest der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft angeschlossen haben, war die Solidarität auch von Seiten des Stadtelternbeirats und den Lehrerinnen und Lehrern riesig. Obwohl wir mit dem Streik die Messlatte für weitere Proteste natürlich jetzt sehr hochgelegt haben, gilt es nun weiterzumachen, unsere Forderungen auch im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen in Hessen anzupassen und den Druck auf die Kasseler Stadtverordnetenversammlung nicht abflauen zu lassen. Wir konnten durch die Arbeit im Schülerinnenbündnis und durch den Streik einige Schüler und Schülerinnen für die Linksjugend Solid gewinnen und wir nur noch einen Arbeitskreis mit dem thematischen Fokus auf Bildung aufbauen. Auch in diesem Jahr wollen wir weitere Aktionen in der Öffentlichkeit organisieren, das Bündnis vergrößern und auf die Zustände an den Schulen aufmerksam machen. Weil, um nochmal Marx und Engels zu zitieren, die beiden wussten schon, die herrschenden Ideen einer Zeit sind stets nur die Ideen einer herrschenden Klasse und so spiegelt sich die kapitalistische Logik vor allem auch im Bildungssystem wider. Das bedeutet für heute, dass Schule ein undemokratischer Komplex ist, die Mehrheit, also die Schülerinnen und Schüler, kaum bis keine Mitsprache haben und Lerninhalte nur von einigen wenigen Politikern und Politikerinnen bestimmt werden. Der Schulalltag ist geprägt von Konkurrenz, Druck und Spaltung. Daher ist es für mich als Sozialistin und Marxistin von großer Wichtigkeit gewesen, einen Schulterschluss zur Arbeiterinnenklasse zu schließen, gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern für unser Ziel zu kämpfen. Weil in kaputten Räumen kann man weder lernen noch lehren. Der Kampf für gute Bildung für alle, für die Förderung von Fähigkeiten und Talenten, für Mitbestimmung und Mitgestaltung, für die Abschaffung des Notensystems und für kleinere Klassen, für ein Lernen fürs Leben und nicht für die Wirtschaft und Unternehmen und gegen die Bundeswehrpräsenz an den Schulen, geht einher mit der Forderung nach einem grundlegenden Systemwechsel, weg von der Profitlogik und der Privilegierung von nur wenigen und hin zu einem gerechten, solidarischen und demokratischen System, dem Sozialismus. Thank you.